What's poppin', Boys and Girls? Ich habe heute einen kleinen Besuch. Möchtest du dich vorstellen? Hallo, ich bin die Alex. Punkt. Ein paar von euch kennen sie bestimmt noch. Wir haben nämlich vor, boah, wie lange ist das her? 3 Jahre. 3 Jahren oder so Videos gemacht. Wir haben ein ganz unfassbar peinliches Video gedreht. Da muss ich am Ende von dem einen Gollum nachspielen. Du bist ein Lügner. Und ein... Ich höre nicht zu. Boah, ist so peinlich geworden einfach. Ich musste mir die Haare in der Toilette waschen. Hallo. Jaco! Wir haben es geschafft, nach 3 Jahren uns wieder zu treffen und zu drehen. Wir haben uns dazu entschlossen, eine Runde Marry, Fuck, Kill zu spielen. Und fangen jetzt einfach mal an. Wir haben keine Ahnung, was hier drin ist, weil Kevin die Zettel geschrieben hat. Alex hat es noch nie gespielt, zumindest nicht vor Kamera. Ja, nur im Sof. Ich erkläre es nochmal für alle. Man zieht 3 Namen und dann muss man sich entscheiden, wen heiratet man, wen tötet man und mit wem macht man eine erwachsene Pyjama-Party. Du bist der Besuch, du fängst an. Kim Jong-il. Shia LaBeouf und 50 Cent. Also wen ich töte, ist ja jetzt wohl klar. Mhm. Kim Jong-il, der wird getötet. Das ist schon mal einfach. Aber wem würde ich heiraten und wem würde ich knallen? Was wäre so klar bei mir einfach? Magst du Shia LaBeouf oder magst du 50 Cent? Das darf ich ja jetzt nicht sagen. Du Mann! Zum Beispiel bei 50 Cent weiß ich, dass er mit Chelsea Handler zusammen war. Das heißt, wenn sie mit jemandem zusammen ist, dann ist er erstens auch gut im Bett. Und er taugt für Längeres. Mit wem war Shia LaBeouf zusammen, ist die Frage, außer Megan Fox. Mit der kleinen Verzieher. Deswegen würde ich vielleicht sagen 50 Cent Mary und Shia LaBeouf Fox. Was hättest du gesagt? Ich hätte Shia LaBeouf geheiratet. Shia LaBeouf ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Bei mir ist es Harrison Ford. Der ist so alt für mich. Ist mir egal. Na gut. Ich nehme jünger, ich nehme älter, ist mir wurscht. Warte, ich misch noch einmal. Tu es! Man muss so durchmischen. Nummer 1. Dr. Who David Tennant. Oh mein Gott. Das wird schwierig. Ozzy Osbourne. Albert Einstein. Okay, das ist schwieriger schon. Also ich heirate definitiv David Tennant. Würde ich auch. Also, der ist einfach... Liebe. Ich habe von dem geträumt, ne? Der hat diese Folge mit David Tennant, die haben mein Herz so berührt. Dass du von dem geträumt hast. Dass ich von dem geträumt habe? Das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Traum. Da sind wir so ein langes Feld lang gegangen und ich weiß nicht mehr. Das war beautiful. Das war schön, ja. Und dann würde ich mit Albert Einstein Sex haben. Ja. Und Ozzy Osbourne töten. Ich weiß, dass Kevin sich jetzt mega beschweren wird, aber es tut mir leid. Ozzy Osbourne ist ein super lustiger Typ, aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat es auch nicht so mit Körperhygiene und so. Und Albert Einstein, vielleicht können wir danach so ein richtig geiles Gespräch führen, so über das Universum. Nächste Runde. Nächste Runde. Der Prinz von Bel-Air. Der ist lustig, ja? Mhm. So, Jesus Bart Simpson. Das ist ja schon ein bisschen hot, ne? Ja, aber... Das ist schon muss ja hier jetzt auch ein, ich muss ja auch einen töten. Ne? Das muss ja auch das, einen töten. Das ist ja das Ding. Und was ist, wenn ich Jesus töte? Was passiert dann? Ich meine, an sich... Das kommt jetzt drauf an. Wenn du Atheist bist, dann nichts. Das Ding ist, Jesus ist, glaube ich... Ich glaube, das war ein ganz schön cooler Dude. Für eine Ehe wäre der, glaube ich, ganz cool. Hast du Jesus liebt mich gesehen? Nein. Nee, also da hätte ich den auch genommen. Ja? Ja, das war ein schicker Bursch. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall mit dem Prinz von Bel-Air ins Bett gehen. Doch, ja. Das Ding ist, ich habe die Simpsons nie wirklich gesehen. Das heißt, ich habe da keine Bindung zu. Das heißt, an sich kann Bart Simpson auch gerne für mich sterben. Und dann heiratest du Jesus. Ja. Das ist eine gute Wahl, finde ich. Ich glaube, Jesus ist sehr einfühlend. Ich glaube, du kannst so richtig so... spirituell erwachen, wenn du Jesusfrau bist, weißt du? Ja, man trinkt immer Wein mit ihm, ne? Ja, du bist dran. Okidoki, ich habe Adolf Hitler, Duff Heffernan von King of Queens und Sheldon Cooper. Ja, okay, Adolf Hitler muss halt sterben. Ja. Duff Heffernan. Doug Heffernan würde ich heiraten, weil er ist halt ziemlich cool und ich finde auch, dass der sehr attraktiv ist auf seine eigene Art und Weise. Und ich finde, dass er und Carrie, ich finde, dass sie eine sehr coole Ehe haben und da würde ich so einsteigen, ist ja auch lustig mit dem. Und Sheldon Cooper,
Ich wäre eine der Frauen, mit denen Sheldon Cooper in seinem Leben geschlafen hätte. Wie wäre das denn? Ja. Tarzan? Einen haben wir hier noch. Oh Gott. Florian Silbereisen. Und Putin. Das Ding ist, es sind zwei Leute drin, die ich nicht gut finde. Obwohl Putin ist ja auch, er geht ja sehr so männlich und so und zieht so sein Hemd aus und sitzt auf Pferden und reitet oberkörperfrei. Florian Silbereisen ist mir zu, hey, der ist so, also den würde ich auf jeden Fall nicht heiraten. Ist Florian Silbereisen nicht mit Helene Fischer verheiratet? Ja, ich glaube schon. Ja, was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage, ey. Würde ich Silbereisen töten oder Putin? Ist die Welt erleichtert, wenn ich Putin töte? Wie wär's, wenn Florian Silbereisen einfach Russland übernimmt? Hey! Oder kommt der nächste? Ja, komm, wir sind jetzt logisch. Putin darf sterben, aber wen heirate ich dann? Redet Tarzan viel oder ist der einfach nur ungesprächig und körperlich? Ja, dann würde ich Florian Silbereisen meine Nacht. Hey! Und dann Tarzan heiraten. Dann kannst du in den Dschungel ziehen, mit Affen reden, mich an Lianen rumschwingen. Du bist. Okay, letzte Runde. Also, ich habe Mick Jagger. Shrek und Harry Potter. Also ich heirate definitiv Harry Potter. Klar. Steht außer Frage. Und ich mache eine Pyjama-Party mit Mick Jagger. Nur aus dem Grund, weil Shrek unfassbar stinkt. Ja. Und ich würde Shrek wirklich gern kennenlernen, aber Körperhygiene ist etwas sehr Wichtiges für mich. Wenn du jetzt jemanden heiraten müsstest aus Harry Potter, wäre es Harry Potter? Mm-mm. Wer wäre es? Das ist gar nicht so leicht, ne? Alle standen sie ja damals auf Draco Malfoy. Kann ich in den ersten zwei Filmen verstehen. Ich stand nie auf Draco Malfoy. Ich war immer der Harry Potter-Typ. Ich habe seinen Pottschnitt geliebt, ich habe seine Brille geliebt. Ich fand auch Ron nie. Heutzutage würde ich Ron, finde ich das eigentlich ganz schön. Ja, aber wen ich am coolsten fand, Harrys Patenonkel. Sirius Black. Den würde ich heiraten. Oh ja, der ist ein bisschen hot. Den würde ich heiraten. Der ist ein bisschen hot, da hast du recht. Den würde ich heiraten. Ja. Ah. So Leute, wir haben ein zweites Video gedreht und das ist auf Alex' Kanal. Wie ihr wisst, so macht man das auf YouTube. Ja. Und wir haben einen Vegan Taste Test gemacht. Also Alex hat so eine Box zugeschickt bekommen und wir probieren so ein bisschen vegane Süßigkeiten, Chips, Sachen und so weiter. Ja, sofort. Ich verlinke es hier. Ja. Hier in der Mitte. Ja. Ja, hier. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss!